Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ja, in der letzten Folge haben wir hier ein paar Nebenquests gemacht. Und was will der Kleine hier hinter mir eigentlich? Ich glaube, er versucht zu fliegen. Aber ich denke, der Besen ist dafür etwas klein. Was man nicht alles so sieht, das ist so wunderbar. Vor allen Dingen, weil immer irgendwelche Leute im Hintergrund am Wuseln sind und irgendwas am Machen sind und. Ich finde es einfach fantastisch. Ja, in der letzten Folge. Ach so, Moment, hier steht sogar noch drin. Finde den Schatz anhand der Schatzkiste mit fliegenden Kerzen. Jetzt bin ich mir aber gerade nicht sicher. Steht das unter Aufträge drin? Erscheinungsbilder. Jacks letzte Ruhe. Ach so, das war das andere. Okay. Ja, das war das hier. Ein Hauch von Liebe. Finde den Schatz. Das Problem ist, ich habe doch Auftrag verfolgen. Achso, Auftrag verfolgen war drin. Das Problem ist, ich habe da was bekommen. Ich hatte eine Karte bekommen. Ich kann mich nicht mehr an viel erinnern. Ich weiß, da war eine Brücke. Ich glaube, vorne im Bild. Ein Wald, meine ich, war dabei. Und dann hört es auch schon fast wieder auf. Kann man das unter Sammlung oder sowas finden? Also unter Karte wahrscheinlich nicht. Nee, Moment, Eulenpost ist es aber auch nicht. Ach so, Herausforderung, genau. Nee, war das Herausforderung? Kampf? Jetzt muss ich mal einen gucken. Nee, das waren die hier. Irgendwo habe ich mir sagen lassen, soll man seine Punkte angeblich reinsetzen. Und das soll wohl so ähnlich aussehen wie das hier. Ach so, hier oben Talente, aber es ist noch nicht freigeschaltet. Okay, das wollte ich nämlich bei mir nachgucken, ob ich da irgendwas verpasst habe. Inventar. Habe ich denn die Schatzkarte eventuell im Inventar? Tagebucheintrag. Eine Warnung. Oh, beim letzten Mal konnte ich die so schön ansehen und jetzt weiß ich partout nicht mehr, wo es drin ist. Das ist blöd, wenn man das dann im Nachhinein machen möchte. Oh, Moment, ist es das hier? Nee, halt. Nein, nicht auswählen. Ansehen. Da. Oh, gut. Okay. Also, es ist eine Brücke. Es ist der Wald. Das kommt mir so bekannt vor. Ist das nicht die Stelle? Also, wenn die anderen Orte nicht ähnlich aussehen. Wo wir anfangs durchgeführt wurden vom Schloss Richtung. Verbotenen Wald und wo sind wir? Nach Hogsmeade sind wir gegangen. Das ist so eine steinerne Brücke, glaube ich. Ja. Ich suche mal, also ich versuche mal, ob ich da eventuell zurechtkomme. Wieso darf ich mich jetzt. Achso, ich muss hier erst rausgehen. Wollte gerade sagen, wieso darf ich mich jetzt hier nicht mehr bewegen? So, Karte. Eigentlich können wir ja auch Hogwarts machen. Die Frage ist nur, wo ist jetzt hier der verbotene Wald? Ist das hier angedeutet? Da ist das Quidditch-Feld. Da wollte ich übrigens auch mal gucken, weil es gibt ja eine Möglichkeit zu fliegen. Aber ich weiß nicht, ob man das direkt freischalten kann oder ob man erstmal gespielt haben muss. Also hier ist auf jeden Fall eine Brücke. Da ist zumindest der Ausgang. Wir gehen. Ach so, da können wir aber nicht hinporten jetzt, ne? Wie können wir denn rauszoomen? Damit auf jeden Fall nicht. Ich sollte vielleicht. Ne, jetzt drücke ich aber das. Ach so, ich kann nicht weiter rauszoomen. Okay. Kann ich denn Südflügel? Ah, jetzt, wenn ich auf Südflügel klicke, dann kann ich dahin reisen. Ja, es ist für mich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind aber jetzt, glaube ich, auf der falschen Seite raus, oder? Hier ist zwar ein Wald, aber. Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich laufe jetzt hier noch mal ein Stückchen runter. Das müsst ihr jetzt nicht die ganze Zeit miterleben. Und schau mal, ob da unten jetzt tatsächlich die Brücke kommt, die ich meine. Ansonsten müssten wir gucken, dass wir auf einer anderen Seite irgendwie rauskommen. Ja, wenn das zu lange dauert, schneide ich das gleich mal ein bisschen raus.
Also, das war nicht da, wo ich eigentlich hin wollte, aber hier sehe ich jetzt auch gerade noch mal eine Brücke. Das nächste, was wir. Ach, das ist sogar beim Verbotenen Wald. Dann reisen wir da mal eben hin. Wieder mal auf Abenteuertour. Was? Ach so, die hat das gesagt. Okay, hier haben wir eine Brücke. Moment, jetzt muss ich mal eben schauen. Das ist der Weg. Ist das nicht der Weg, wo wir von Hogwarts ausgekommen sind? Doch, ich meine ja, oder? Wir sind doch hier rumgelaufen. Dann haben wir hier eine Brücke. Was war das? Liebesbrief sammeln. Meine liebste Apollonia, würdest du dich mit mir zu einem Picknick anschließen? Ich weiß, dass du eine hervorragende Pastete aus Cornwall fast so sehr magst wie ich einen guten Krimi. Ich hoffe, dich bald wiederzusehen. Dein Richard. Okay. War das jetzt ein Hinweis oder was war das jetzt gerade? Aber das ist doch. Guck mal, hier ist der Torbogen. Ah, jetzt muss ich noch mal rein. Moment. Inventar. Ich sollte mir vielleicht doch lieber ein Bild davon machen, damit ich da nicht immer reingucken muss. Nee, Moment, da war das nicht. Hier war das. So. Ach, ja, Mann. Ich will das doch nur ansehen. Ich habe, glaube ich, sogar da ein Bild von gemacht. Ich bin mir ehrlich gesagt jetzt gerade nicht sicher. Aber doch, ich habe da sogar ein Bild von gemacht. Ich sehe es gerade. Ich habe aber mein Handy jetzt nebenbei. Also. Lumos. Lumos muss ich machen, damit diese Kerzen erscheinen. Kann das sein? Aber Lumos ist eigentlich unsinnig, wenn wir tagsüber haben, oder? Wie lange muss. Also, wie kann ich denn hier abwarten? Gibt es hier irgendwie. Ja, eine Einstellung, womit ich es jetzt Nacht werden lassen kann? Ah, okay. Ich muss euch gar nicht rausschneiden. Ich habe gerade gesehen, wenn man hier so auf die Karte einfach nur geht und unten rechts steht, rechts reindrücken zum Warten. Warte hier, um die Zeit von Tag bis zur Nacht oder von der Nacht bis zum Tag schneller vergehen zu lassen. Das machen wir doch mal. Ah, also stimmt das, was man mir gesagt hat, nur wurde es ein bisschen blöd erklärt Lumos. vielleicht. So. Jetzt haben wir hier Lumos, aber immer noch keine Kerzen. Kommen wir da. Verzauberte Kerzen. Wohin mögen die führen? Ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich wollte gerade sagen, bekommen wir da hinten Kerzen? Oh, ich hoffe, ich scheuche die jetzt nicht vor mich hin. Ich hoffe, die führen mich wirklich irgendwo hin. Allerdings zum verbotenen Wald. Das sieht irgendwie gerade nicht so gut aus. Die Kerzen scheinen in den verbotenen Wald zu führen. Habe ich auch gerade gesagt. Ich hoffe, die hauen nicht ab, wenn ich hier mal irgendwas einsammle. Nee, da sind sie. Oh, links ist was, was mich vielleicht angreifen wird. Oh. Wo führt ihr mich hin, Kerzen? Komm schon. Ich habe keine Ahnung, was mich da jetzt gerade angegriffen hat. Hallo, Hase. Oh, da oben rechts war aber auch. So, müssen wir direkt mitnehmen, ne? Das sind ja Mondsteine. Jetzt habe ich gerade gedacht, die Eule greift mich an. War das die Eule, die gerade so laut am Flattern war? Der Schatz muss in der Nähe sein. Ein Was ist das? Picknick im Oh. verbotenen Wald halten manche vielleicht für romantisch. Okay. Die Schatzsuche liegt mir. Ach, das war's schon. Okay. Ja, cool. Das nenne ich meine Schatzsuche. Wir haben, ja, ich hätte jetzt gerne sowas wie ein, na, wie nennt sich das jetzt? Foto. Oh, jetzt habe ich was umgestellt dabei. Das wollte ich gar nicht. Nein. Nein. Och nee. Ach so, weil ich mit der Tastatur gerade dran gewesen bin. Oh, ich dachte gerade schon. Ja, aber dann haben wir die Aufgabe jetzt schon beendet. Das ist irgendwie auch ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil die jetzt schon zu Ende ist.
Ja, den Expelliarmus kann ich noch nicht machen. Entgehe erfolgreich gegnerischen Angriffen per Ausweichrolle. Vielleicht sollte ich hier reingehen und mich einfach angreifen lassen. Keine Ahnung. Begib dich zum Akio-Duellbrett. Ich muss aber nicht gewinnen, oder? Weil da bin ich ja schon gewesen. Ach nee, beim Brett war ich jetzt nicht. Dass ich übe Angriffe mit Hilfe einer Ausweich... Moment. Nein. Hä? Professor Hekat? Das ist aber nicht die vom ersten. Möchte, dass ich übe Angriffe mit Hilfe einer Ausweichrolle zu entgegnen. Sie möchte auch, dass ich Incendio auf einige Gegner wirke. Mein Handbuch wird mich nicht durch diese Aufgabe führen, aber meine Karte könnte dennoch nützlich sein. Begib dich zum Brett. Ah, Gott, nee, ne? Das ist nicht euer Ernst jetzt. Moment, wo müssen wir denn da hin? Ich bin jetzt hier. Ich muss ins Schloss rein. Nein? Nein? Hallo? Wieso kann ich das nicht drehen? Hä? Kann ich denn irgendwie ranzoomen vielleicht? Hogwarts-Gelände? Ich kann nicht ranzoomen. Wieso kann ich jetzt hier... Moment, weil ich nicht auf der Karte von Hogwarts bin, oder? Clever. Aber ich komme trotzdem... Oder? Moment. Flügel des Glockenturms. Doch, hier können wir hin. Und da ist das Duell. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir dahin. Ich wollte eigentlich ja auch mal eben hier gucken... Moment, da müssen wir jetzt nochmal schauen, dass wir uns auf tagsüber einstellen, weil ich denke mal, nachts wird da keiner sein. Ja. So, dann würde mich jetzt interessieren, da ist ja das Quidditch-Feld oder Stadion oder wie auch immer, ob wir hier eventuell eine Möglichkeit bekommen, einen Besen zu kriegen. Weil ich habe schon zwei Sachen mitbekommen, wo wir halt ohne Besen nicht weiterkommen. Die läuft hier so rum. Was ist das? Die läuft hier rum, aber hier ist irgendwie kein Eingang scheinbar. Oder? Was ist das denn hier? Ah. Ja gut, das ist geschlossen natürlich, weil es kein Quidditch zum Spielen gibt. Das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber gibt es dann überhaupt gar keine Möglichkeit, dass man auf dem Besen reiten kann oder so? Weil ich meine, ich hätte das mal gesehen in einer Zusammenfassung, in irgendeinem Trailer. Moment, hier kann man rein, oder? Bevor ich das nämlich wieder vergesse, danach zu gucken. Wenn ich nicht abgesagt hätte, müssten wir das verflixte Ding gar nicht erst suchen. Wo bist du? Was für ein Ding? Du sprichst es falsch aus. Hallo. Leute. Sei still. Warte. Wer ist denn hier verantwortlich? Keiner, oder was? Na toll. Oder das kommt vielleicht wirklich noch im Laufe der Zeit, also im Laufe der Quest, dass man da was machen kann. Ich weiß es nicht. Dich können wir auch nicht ansprechen. Hm, schade. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich denke mal, dass das wahrscheinlich erst im Laufe der Quest dann kommen wird. So, begib dich zum Akio-Duellbrett. Das Problem ist, dass ich da natürlich nicht gewinne. Aber ich meine, dass wir letztes Mal das nicht drin hatten. Also, dass wir hier hin sollen. Ich bin mir nicht sicher. Du bist das Brett, okay? Machen wir ein Akio-Duell. Lust auf noch eine Runde? Dann mal los. Lust habe ich überhaupt nicht, nee. Aber, ne, ich soll ja... Bin dabei. Legen wir los. Super. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Akio. So, ich gucke jetzt aber trotzdem nochmal. Ach nee, das war das nur mit den Punkten. Ja, aber ich soll Angriffen ja ausweichen. Was hat das denn mit Akio zu tun? Ich verstehe es nicht. Ein Kinderspiel. Habe ich das? Doch, ich hab's noch drin, ne? Akio.
kann auch nicht ausweichen. Das ging ein bisschen daneben. Akio. Ich meine, ihr habt es ja selber gesehen. Ich soll hier angeblich mit diesen Akio das Ausweichen lernen. Warum, wieso, weshalb? Keine Ahnung. Es hat mal geklappt. Du bist mir einfach nicht gewachsen. Akio. Ich glaube, die haben... Dann war das sicher ein Bug. Das ist geil, der springt einfach raus. Es gab nämlich heute ein Update, habe ich gesehen, bevor ich das Spiel gestartet hatte. Dann ist sicher ein Bug da drin gewesen. Und das funktioniert jetzt endlich. Ja, man kann es abbrechen, wann man will. Oh, ist das klasse. Super. Die Runde lasse ich dir. Wie, die Runde lässt du mir? Ja, ja, scheiß auf den Sieger. Habe ich jetzt die Aufgabe endlich beendet? Haha, wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Noch eine Runde? Nö. Aber ich habe jetzt verstanden, wie es geht. Vielleicht ein andermal. Kann ich verstehen. Komm doch später wieder, wenn du es mit jemandem von meinem Talent aufnehmen kannst. Das war jetzt auch blöd ausgedrückt. Jetzt steht hier immer noch, ich soll mich... Hä? Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Jemand sucht nach einer neuen Herausforderung im Akio-Duell. Wieso steht jetzt ein ganz anderer Text da drin? Jetzt... Ey, jetzt bin ich hier total... Also muss ich auf jeden Fall gewinnen, damit wir hier weiterkommen, oder was? Also dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir noch mal eine Runde machen. Machen wir ein Akio-Duell. Lust auf noch eine Runde? Nee, Lust habe ich überhaupt nicht. Bin dabei. Legen wir los. Super. Aber der Bug ist jetzt zumindest raus, weil sonst konnte ich nämlich immer loslassen, wie ich wollte, und es funktionierte nicht. Akio. Aber der macht ja direkt volle Punktzahl. Also ganz ehrlich, wie soll ich das denn überblicken überhaupt? Akio. Hallo. Oh, was macht die denn? Hallo. Du sollst zaubern, nicht deinen Zauber verschwenden. Nein, komm. Das war so klar, dass das dann passieren würde, ne? Er kann das Rollen bis zum geht nicht mehr nach vorne. Ja, natürlich. Natürlich. Der Ball rollt nach links, aber wie von Zauberhand hat er noch mehr Punkte und rollt nach rechts. Genau. Ist ja auch voll realistisch. Ich meine, gut, zauberrealistisch ist natürlich so eine Sache. Ne? Aber trotzdem, das ist ja Beschiss. Das ist wirklich Beschiss. Ja, toll. Was? Ja, den zählt er natürlich jetzt als das Kleinste, das war klar. Werden die Punkte eigentlich verändert, wenn die bewegt werden? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist ja totaler Beschiss, ganz ehrlich, so wie der spielt. Na, ich darf nicht zu früh loslassen. Nicht schlecht. Naja, gut. Aber es funktioniert jetzt endlich mal, wenn ich loslasse. Wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Noch eine Runde? Ja, wahrscheinlich funktioniert es ja eh nicht, wenn ich nicht gewonnen habe. Du brauchst ohnehin mehr Übung. Ja, ja. Sagt derjenige, der unfair gewinnt, ne? Ist klar. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Akio. Ganz von Zauberhand bewegt sich die Kugel, die eigentlich nach links am Rollen ist, wieder nach rechts und kriegt dann dadurch mehr Punkte. Natürlich, natürlich. Ein Kinderspiel. Aha. Ist klar, Kleiner. So, kann ich das jetzt vielleicht auch mal anvisieren hier? Jetzt. Nein, 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 nein. F dich, F dich. Das war ja unglaublich. Akio. Oh Gott. Jetzt haut der mich da doch nicht raus.
So. Aus dem Handgelenk. Mhm. Okay. Jetzt visier doch mal das an, wo ich vorstehe. Nein, ich habe aus Versehen losgelassen. Nein! Och, komm! Ich habe doch noch nicht mal gedrückt, Mann. Das war jetzt mies. Richtig mies. Geh mir aus dem Weg hier. Blockier's meine Sonne. Meine nicht vorhandene. So. Übertriff das mal. Ja, ja. Du mich auch. Kann ich sowieso nicht. Das Einzige, was ich machen kann, ich glaube 50 ist das unterste, ne? Das Einzige, was ich machen kann, ist noch gleich ziehen. Aber ob ich das schaffe, das ist... Nee, kann ich auch nicht mehr. Das wären 120. Ach. Komm. Nein. Dein Ernst jetzt? Der wäre so perfekt hier vorne ausgekommen. Es gibt Schlimmeres. Boah. Boah. Tch. Haha. Wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Noch eine Runde? Vielleicht ein andermal. Kann ich verstehen. Komm doch später wieder, wenn du es mit jemandem von meinem Talent aufnehmen kannst. Es ist so ätzend. Es ist wirklich so ätzend. Man ist so viel besser als er. Naja, viel besser, weiß ich nicht. Aber mindestens gleichwertig auf jeden Fall. Jetzt, wo der Bug draußen ist. Und man kann es nicht spielen, weil er seine Bälle... Er darf ja immer anfangen... Andere dürfen nicht anfangen. Dann geht der Ball von da rechts nach links und mitten im Schwung kommt er ganz plötzlich auf die Seite und zack, hat er gewonnen. Also das ist wirklich, nee, sowas brauche ich mir nicht anzutun, ganz ehrlich. Das ist dann auch kein Spiel mehr, wenn man dann noch nicht mal nach fairen Regeln das Ganze machen kann. So, ich brauche das immer noch mit den gegnerischen Angriffen. Das ist jetzt mein Problem. Ich müsste irgendwo einen Ort aufsuchen, wo ich tatsächlich Gegner habe und wo ich ja ausweichen kann. Ich könnte theoretischerweise jetzt nochmal zurück zum verbotenen Wald gehen. Wo ich jetzt gerade nicht genau weiß, wie ich jetzt da hing. Achso, nee, Moment, da brauche ich die Weltkarte, ne? Das war hier oben, oder? Verbotener Wald. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ja, ja. Da muss ich rein, genau. So, und dann müssen wir mal schauen. Also, im Endeffekt müssen wir ja nicht viel machen, außer den Angriffen auszuweichen. Ich muss mit niemandem wirklich kämpfen, aber ich muss ausweichen können. Ich weiß nicht, was mich da unten angreift, wenn ich da jetzt hinlaufe. Das greift mich an. Einmal. Ich hoffe, es gilt auch bei Tieren. Zweimal. Hallo. Dreimal. Ja. Ja, endlich. Wir haben's. Wir haben's. Dankeschön für die kleine Trainingsstunde. Naja, Trainingsstunde war es ja nicht. Oh. Wirf den Sumpfkrattler auf den Rücken. Ach so. Eine Duellleistung. Okay. Können wir auch gerne mal versuchen. Soll ich den dann auf den Rücken werfen? Das ist nicht direkt auf den Rücken geworfen, aber... Nein, das ist was Falsches. Habe ich das jetzt geschafft mit dem auf den Rücken werfen? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich eine Sumpfkrattlerzunge. Was auch immer das ist. Auf jeden Fall, es ist eine Zunge. So, oh, was ist das denn? Das haben wir noch gar nicht gesehen. Ja, das heißt, wir können endlich, endlich, endlich mit Verteidigung der dunklen Künste weitermachen. Jetzt ist das Video natürlich doch sehr lange geworden, obwohl wir eigentlich gar nicht so viel gemacht haben. Wir haben die Schatzkarte gefunden, ja, sind ein bisschen rumgeirrt im Endeffekt und haben,
ja, ein bisschen duelliert. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir Verteidigung gegen die dunklen Künste in der nächsten Folge machen. Ich kann die Zeit jetzt nicht hundertprozentig einschätzen, weil es dummerweise eben an der Tür geklingelt hat. War aber nur für die Nachbarn. Deswegen würde ich aber trotzdem sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge, endlich, können wir dann weitermachen mit der Verteidigung gegen die dunklen Künste. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.